Wir alle haben schon mit ihnen zu tun gehabt. Wir alle haben die liebsten und liebevollsten Namen für sie. Von Schmierlatz über Bullen, über Polypen. Und heute sagen wir einfach mal Polizisten. Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung «Einfach Mensch». Und heute besuchen wir Adrian Fäubli von der Stadtpolizei Winterthur. Und von ihm wollen wir wissen, wie er die letzten Tage erlebt hat, gerade so im Zusammenhang mit der Corona-Krise und auch sonst, was sein beruflicher Alltag mit sich bringt. Kommt mit, wir gehen schauen. Und jetzt sind wir wirklich bei dem Mann, der wahrscheinlich die Stadt Winterthur nicht beherrscht, aber bestens kennt. Adrian Fäubli, du bist Polizist bei der Stadtpolizei Winterthur. Das ist ja für viele wahrscheinlich so ein Bubentraum, oder Polizist werden. Ist es bei dir auch so gewesen? Ja, das ist so. Bei mir aber persönlich ist es anders gewesen. Ich habe nicht den Polizeiberuf als meinen Bubentraum vor Augen gehabt. Mir wäre es der Ego-Pilot, also Helikopterpilot. Das war mein grosses Ziel gewesen. Ich habe aber dann gemerkt, als ich so nach der Lehre mich um die fliegerische Vorschule gekümmert habe, dass meine Sehleistung bei weitem erlangt. Und dann war der Traum relativ schnell ausgeträumt. Und dann bin ich halt so auf Umweg dann zur Polizei gekommen. Aber ist das so deine zweite Alternative gewesen? Nach dem Rega-Pilot hast du gesagt, ja, also wenn ich nicht fliegen kann, dann will ich zur Polizei. Auch nicht. Nein, ich habe Maschinenmechaniker gestiftet. Ah, okay. Bin dann ins Militär. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass ich nicht unbedingt auf dem Beruf weiterarbeiten möchte. Auch nicht studieren oder so. Und habe dann im Militär halt, ja, mit dieser Ausgangslage, was machen wir, macht dann einmal weiter. Und dann ist eigentlich dann der Leutnant beim Abverdienen bei der Stadtpolizei Bern gewesen, da. Und der hat mich so ein bisschen auf das Polizeigleis gebracht. Und eigentlich erst nach dem Abverdienen vom Korporal habe ich gefunden, Polizei wäre jetzt vielleicht wirklich noch so eine gute Fortsetzung. Dann habe ich erst dann angefangen informieren und bewerben und dann hat es geklappt. Was ist heute, wo du sagst, das ist das, was ich liebe an diesem Beruf, am Polizist sein? Was ist das heute so? Jetzt? In ein paar Worten könntest du sagen. Das klingt vielleicht ein bisschen einfach und billig und das wird man auch jedem Infoabend hören, wenn man zur Polizei möchte, dass es der Austausch ist mit Menschen. Man hat mit Menschen zu tun und zwar in Situationen, die nicht alltäglich sind. Das können schwierige Momente sein, es können aber auch wunderschöne Momente sein. Die Leute sind häufig in einer Ausnahmesituation, zum Beispiel wenn eingebrochen wird bei einem, dann geht man vorbei, misst den ersten Kontakt, man beraten, betreut die Leute. Hat aber auch mit der Gegenseite zu tun, also mit Tätern, mit Tatverdächtigen, mit Leuten, die in eine Schlägerei verwickelt sind. Ja. Oder auch wenn es so richtig Familiensachen geht, man sieht das sehr nahe an die Leute an. Man ist auch in der Wohnung rein, im Privatbereich von diesen Leuten. Und das ist extrem spannend und faszinierend, ja. Hat sich jetzt etwas verändert durch die Pandemie, die wir jetzt gerade durchmachen in der Schweiz? Wenn du jetzt so redest von, wie geht es zu den Leuten heim zum Teil oder Familie, hat sich das verändert? Hat das mehr Einsätze gebraucht von euch, weißt, weil die Leute jetzt so auf engem Raum keine Alternativen mehr haben? Ja. Also wird jetzt mehr reingeschlagen daheim? Also, wenn man die Statistik anschaut, Stand heute ist es nicht so, nein. Ja. Also man hat nicht die Zahlen, die jetzt gestiegen sind im Bereich von der häuslichen Gewalt. Aber es redet viel davon, auch Fachleute, die das befürchten. Und man merkt das selber, wenn man plötzlich, je nachdem, wie man vorher geschafft hat, wie man jetzt schafft, das ist eine Veränderung, ganz klar. Aber jetzt, wir von der Polizei merken das in dem Sinn noch nicht so direkt. Was man am ehesten vielleicht noch merkt, ist so, dass das Umschauen, das macht man grundsätzlich sowieso, oder? Wenn ja. Der ist auch schnell gefahren und der hat es auch ein Angebot und so, oder? Und jetzt merken wir schon, dass man in diesem Bereich natürlich dann Meldungen macht. Also im Sinne von, dort unten hocken wieder ein paar zusammen und auf dem Schulhausplatz ist nicht und dort hat man. Also das übertrieben gesagt denunzieren, das merkt man vielleicht. Aber sonst ist es eher so, dass es eigentlich für uns so die normalen Einsätze sind zurückgegangen. Ja, wir sind weniger Leute unterwegs. Ja, ja. Die Clubs haben nicht offen. Aber wenn man Polizist ist, Adrian, kann man das überhaupt irgendwann, ich weiß nicht, in gewissen Situationen, kann man das wirklich ablegen? Dass man Polizist ist oder bist du auf der Autobahn privat unterwegs? Ich glaube, du bist geheiratet, hast Familie? Nein, ich bin Single. Bist Single, okay. Aber ja. Gleich, wenn du jetzt unterwegs bist und jetzt siehst du einen mit dem Auto, zivil, also du zivil, juckt es dich dann gleich und denkst, hey, ich fahre schnell, da müssen wir eigentlich schauen. Nein, also... Kannst du das wirklich so abgrenzt ablegen? Ja, also es ist schon so, wenn man...
ich glaube, wenn man zur Polizei möchte, oder? Und eigentlich erst dann mit der Bewerbung für die Polizeischule sich quasi völlig verändert, oder? Also einen Knick macht in dem, was man sonst immer macht, dann hat man es vielleicht tatsächlich schwierig, oder? Aber ich bin es, glaube ich, von Grund aus eher ein gesetzestreuer Typ, grundsätzlich. Aber auch ich habe meine Kerben, oder? Und so. Und über die dürfen wir nicht reden, oder? Ja, aber das hat ja vermutlich jeden ein Stück weit. Aber es gibt wie so eine Grenze. Ja. Es gibt so Jugendsünden. Ja, ja. Und da gibt es vielleicht auch so eine Einstellung für gesellschaftlich vielleicht oder so. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, wenn ich meine Uniform anlege, dass ich mich jetzt, dass ich eine andere Person bin. Also ich bin immer noch ich. Aber klar, es ist die Uniform und es ist auch in erster Linie die Uniform, die es gegenüber sieht. Und es ist dann auch das, was einem hilft, wenn man jetzt in schwierige Situationen kommt, dann muss man sich bewusst sein, es geht in erster Linie darum, oder es wird vielleicht darum schwierig, weil ich jetzt da die Polizei überall angeschrieben habe. Und es geht nicht unbedingt gegen meine Person. Und das hilft dann schon, wenn man die Uniform am Abend abzieht, ins Kästchen tut, dann hat das wieder so ein bisschen, gibt das ein bisschen Distanz. Aber so im Grundgefühl innen ist schon so, dass mich dann manchmal, also juckt vielleicht schon, aber ich habe jetzt nie das Bedürfnis gehabt, privat meinen Polizeiausweis zu zücken und dann da zu polizieren. Das kommt nicht gut und ich finde es ganz persönlich dann schwierig, wenn man das machen will. Ja. Also Polizist sein hat wahrscheinlich auch etwas mit der Grundhaltung zu tun, oder? Wenn ich jetzt das so höre. Ja, man sagt ja auch, oder? Als Polizist sollte man so eine gesunde Einstellung haben, ja, so ein bisschen Staatsverständnis auf eine gesunde Art. Also alles, was so in Extreme geht, wird sicher schwierig, dann mit dem Polizeiberuf können zu vereinen. Und das kann es aber, es muss nicht nur das Politische oder das Religiöse sein, sondern einfach das ist, wenn man sehr radikale Einstellungen hat zu irgendetwas, und dann kann das je nachdem schwierig sein, weil man als Polizist ja mit allen zu tun hat. Und man will und man muss auch allen gerecht werden. Und das ist auch das Spannende daran. Ist das nicht wahnsinnig schwierig, weißt, wenn ich mir vorstelle, vor, weiss nicht, vor 10, 20, 30 Jahren hat man mehrheitlich unsere Kultur gehabt, sage jetzt ein bisschen provokativ vielleicht, einfach Schweizer Kultur, man weiss, wie die Schweizer so ein bisschen ticken, wie die sind. Jetzt hat sich ja das immer mehr durchmischt als ein Volk in der Schweiz. Ist das auch für den Polizeiberuf schwieriger geworden? Weil du hast jetzt einfach nicht nur Schweizer. Ja, das ist ein schwierig, oder? Vor 30 Jahren bin ich bei weitem. Gut, du bist ja nicht dabei gewesen. Ja, ja. Das sind jetzt bald 20 Jahre. Gut, es ist ja so, man macht ja das mit, die Veränderung, oder? Es ist nicht plötzlich zack und jetzt haben wir heute, oder? Und das ist schon so, als ich angefangen habe, damals, ich habe bei der Stadtpolizei Zürich angefangen, also meine Streifenzeit in der Stadt Zürich verbracht. Und das ist schon etwas anderes, aber das ist ja nicht so, wenn man zurückschaut, klar hat sich gewisses vielleicht verändert, aber man hat die Veränderung auch mitgemacht. Und die Polizei auch, und die Gesellschaft auch, die Gesetzgebung auch. Und von dem her finde ich es immer schwierig, wenn man die Vergleich macht von heute und früher. Und früher war es besser gewesen. Es war anders gewesen. Ja. Tatsächlich waren wir in anderen Umständen gewesen. Auch sonst, die ganze Kommunikation ist noch nicht die, was sie heute ist. Es hat auch viel eben das Öffentlichkeitsprinzip zum Beispiel. Das ist das, was neu gekommen ist in dieser Zeit. Also ganz viele Sachen, auch die Verwaltung, die so ein Staat sich hat müssen verändern. Du sagst jetzt, du bist 20 Jahre Polizist. Wenn du jetzt für dich so ein bisschen Bilanz ziehst, hat es dich verändert? Dich selber, dich persönlich? Verändert würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, sondern eher vielleicht prägt. Es wäre noch spannend, was wäre jetzt passiert, wenn ich jetzt tatsächlich Regelpilot geworden wäre. Oder? Was wäre ich dann, was wäre es noch gleich an mir und was hat sich quasi, was ist da die Deformation professionell? Oder? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich, eben, es hat mich vielleicht geprägt, klar, man hat viele Sachen erlebt, aus allen möglichen Bereichen, allen möglichen Sparten, aber verändert, das klingt jetzt so, ja, nicht nur positiv. Also, ich empfinde es als eine Prägung, aber im positiven Sinn. Ja, dann finde ich, ist das eigentlich eine schöne Bilanz, wenn man die so ziehen kann, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Hast du das Gefühl, dass der Stellenwert des Polizisten ein bisschen verloren hat? Weißt, ich denke immer zurück, ich bin im Teufelstämmental aufgewachsen und dort habe ich noch erlebt, zum Beispiel ein Pfarrer, da haben wir als Kleine noch fast den Hofknicks gemacht und der Herr Pfarrer ist das, oder? Grüß dich, Herr Pfarrer. Und du hast vorhin selber gesagt, oder? Winterthur ist so ein bisschen familiär, da ist man so fast zum Teil per Du. Und ich habe manchmal schon ein bisschen den Eindruck, es hat auch so ein bisschen wie an Achtung verloren.
Ist das auch im Polizeiberuf so, dass man sagt, ja, der ist mir Latz, oder ich weiß auch nicht, was es alles für Namen gibt. Das hat ja auch ein bisschen mit Wertschätzung zu tun. Ja, das ist natürlich auch noch schwierig, oder? Klar, früher, das kenne ich aus meiner Zeit, ich habe den Namen von meinem Schulpolizist, der in die Schule kam, den weiss ich noch bis heute, oder? Mhm. Das ist so eine Person, die einem geblieben ist. Und in der heutigen Zeit ist also das Thema allgemein vermutlich mit so diesen typischen Berufen, der Lehrer, Pfarrer, mhm. Polizisten gehört auch vermutlich auch darunter. Das ist ein anderer Stellenwert, oder? Mhm. Und wenn man früher vielleicht tatsächlich einfach rein, nur dadurch, dass man eben eine Uniform hat und einen Hut auf dem Kopf, hat das vielleicht tatsächlich viel stärkere Wirkung gehabt. Aber vielleicht nicht nur im Guten, sondern vielleicht auch im Unguten. Und heute braucht es echt mehr, oder? Heute braucht es, glaube ich, schon die Kommunikation, die je länger sehr wichtiger geworden ist, einen Polizeialltag. Man sagt so, die stärkste Waffe vom Polizist, Polizistin ist das Wort. Mhm. Und das stimmt tatsächlich, oder? Weil die allermeisten Kontakte fangen bei uns zum Glück ja mit dem Wort an. Ja. Also ja. Alles andere rundherum brauchen wir nur, wenn es eskalieren sollte. Aber grundsätzlich mhm. ist Kommunikation, das Eingehen aufs Gegenüber, auch unsere Arbeit zu erklären, wenn möglich. Das ist extrem wichtig. Und dumm ist vielleicht schon so, dass es nicht einfach so ist, dass alle mal einen Schritt zurück machen, wenn man kommt, sondern dass es da vielleicht schon ein bisschen, ja, manchmal auch eine Reibungsfläche gibt. Es ist aber schon ein bisschen ein Gratwanderer, oder? Auf eine Art seid ja die eingreifen, wenn es irgendwo nicht mehr gut läuft, also wenn es eskaliert. Und ich meine, dann müsste ich ja fast wie erwarten, dass man fast einen Schritt zurück macht und sagt, Achtung, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt haben wir vielleicht eine Grenze überschritten. Darum kommt die Polizei. Also es ist doch eine Gratwanderung auf eine Art, oder? Ja, aber eine Gratwanderung, die sich natürlich immer auch verschiebt. Und das ist das, was es genauso spannend macht. Oder? Es ist nicht echt immer eine gerade Linie, oder? Sondern es ist so situationsabhängig. Und das ist ja das, was es anspruchsvoll macht, aber ich persönlich auch spannend finde, immer der Situation anpasst zu handeln, oder? Mhm. Und das ist immer anders, oder? Auch wenn es eine Verhaftung ist oder wenn es mal ein Einbruch ist bei jemandem daheim, das sind immer andere Umstände, sind andere Menschen. Und man fängt jedes Mal eigentlich wieder bei Null an. Mhm. Das ist eigentlich das Anspruchsvolle daran. Aber gibt es nicht auch Momente, jetzt einfach mal Hand aufs Herz, Adrian, wo du herkommst, vielleicht, ich weiß nicht, eine Gruppe von Leuten, die immer wieder den gleichen Bullshit machen und du kommst immer wieder und irgendwo hast du das Gefühl, da schnurre ich doch irgendwie eine Wange auf, es passiert nichts. Und am liebsten würdest du wahrscheinlich eins klatschen, ich weiss es nicht, aber das darfst du ja nicht. Gibt es so Situationen, wo du so wie eine Ohnmacht spürst und denkst, nein, wäre ich doch nur ein Regapilot, ich könnte jetzt wegfliegen oder keine Ahnung. Ja, aber ich glaube auch, ich weiss es nicht, vielleicht auch beim Regapilot kommst du irgendwann an Situationen an, wo das einfach, wo halt einfach mühsam sind. Das, das hat es klar auch schon gegeben. Ja. Mhm. Aber dann gehört es eben auch dazu, dass man eben dann gleich irgendwo bei sich bleibt, dass man das mit dem Klatschen und so, das mag man vielleicht mal daran denken, meinetwegen, oder? Aber es soll nie dazu kommen und ist mir auch nie, dass, man, dass es so weit kommt. Oder? Gut, das wäre ja eigentlich dein Urteil selber, dass du nicht ein Polizist wärst, wahrscheinlich wirst oder so. Für das hat man eine Ausbildung, für das hat man eine Selektion, für das hat man eine Weiterbildung, für das hat man ein Team, für das wird das thematisiert, oder? Hast du für dich eine Strategie oder eine Taktik gefunden, weißt du, wenn du so eine Situation herkommst und denkst, oh, jetzt merke ich, der Adrian fängt an zu kochen, aber jetzt ruhig bleiben, auf die Zähne zählen. Gibt es so eine Taktik, die du hast für dich? Nein, in dem Sinn nicht, aber ich bin vielleicht jetzt von Natur aus nicht so der Impulsivste, sondern vielleicht eher, würde ich das auch mein Umfeld bestätigen, eher so ein bisschen der Ruhig grundsätzlich einmal. Und es gibt schon dann, wo ich merke, dass es, wenn es irgendwie es gibt so den Punkt, wo man mit dem Wort nicht mehr weiterkommt. Also irgendwann, also man fängt mal an zu diskutieren, das soll auch sein, das darf manchmal auch sein. Und irgendwann kommt der Punkt, da fängt man sich auch im Kreis drehen. Mhm. Und dann merke ich mir, okay, jetzt bringt es nichts mehr. Meine Argumente habe ich auf alle möglichen Arten probiert zu erklären. Mhm. Und manchmal ist es einfach der polizeiliche Auftrag, dass man jetzt eben von A nach B muss. Und wenn die Person nicht will, dann muss man sie halt mitnehmen, auch gegen ihren Willen. Und das ist echt wie so ein Punkt, wo man dann selber merkt, okay, jetzt sind wir noch an dem Punkt und dann geht man einen Schritt weiter. Und das ist ja das, was man in der Ausbildung lernt, wie man eben Schritt für Schritt quasi dann so würde eskalieren, wenn es einmal nötig ist. Was hat die Pandemie in der Schweiz für euch verändert als Polizist? Also, ich kann dir vielleicht konkret
eine Situation schildern, wo ich mir Gedanken mache, wie das muss sein. Der Bundesrat hat erlassen, dass man nicht mehr in Gruppen zusammen hocken, Party machen irgendwo an einem See oder in der Stadt. Und jetzt kommen wir als Polizisten, ihr seid ja die puren Spielverderber wahrscheinlich in so Situationen, wo die Leute ja sowieso, man hört ja immer von Leuten, die sagen, ja, mir bricht es ja eh nicht, oder? Also, der Corona ist ja zwar, man gehört von dem, aber mir bricht es eh nicht, ich bin ja nicht Risikogruppe, vielleicht kann man es sogar noch so ausschliessen. Und jetzt kommt die Polizei und sagt, hey, Jungs, Mädels, ihr wisst, oder? Nicht mehr 10 Leute zusammenstehen. Wie gehst du mit dem um? Das ist eigentlich etwas völlig Atypisches, oder? Ja, es ist eine neue Situation, aber so der Grundmechanismus, dass man den Leuten Regeln erklärt oder den Leuten sagt, warum es etwas gut ist oder nicht gut ist, oder wie, warum es vielleicht auch das Gesetz gibt, oder, ist vielleicht in dem Fall jetzt gar nicht mal so anders. Ja? Oder vielleicht sogar einfach, ja, man merkt vielleicht auch, es kommt immer darauf an, wie man das Gespräch anfängt. Oder? Mhm. Es sind durchaus auch konstruktive Gespräche, auch dankbare Gespräche, wenn man die Leute darauf einweist. Wie es vielleicht einfach dann niemand haben, der es wie darüber reden so, oder? Wir sind dann doch halt von Amtes wegen, auch wenn wir jetzt quasi mit dem eigentlichen Thema nicht so viel zu tun haben, das ist ein Gesundheitsthema. Ja. Aber wenn man es den Leuten muss erklären mit den Parkbussen zum Beispiel, das ist ein Klassiker, das wissen alle, dort muss man nicht mehr erklären, warum. Das ist dann sehr kurz. Und da kann man doch auch, je nachdem, merkt man, wo die Leute stehen. Und klar, es gibt natürlich auch derige, die suchen es dann und probieren gerade schon mal ein bisschen an die Grenzen zu gehen und zu sprücheln. Und dann kommt es eben wieder einmal auf die Kommunikation drauf an. Mhm. Wenn man dort einen guten Einstieg findet, dann ist es in allen meisten Fällen nachher ein dankbares Gespräch. Und in vielen Fällen, denke ich, nehmen die Leute etwas mit, oder? Es ist nicht so, dass wir mit einem Meter rumlaufen und überall die zwei Meter abstecken. Also gesunder Menschenverstand ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand gehört man in der Polizeiarbeit immer. Mhm. Das ist so ein Begriff, der viel kommt, der sich sehr einfach sagen lässt und dann in der Anwendung vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger wird. Aber genau um das geht es ja, der gesunde Menschenverstand. Weißt du, ich stelle mir vor, wenn du doch irgendwo Kontrolle machst, Geschwindigkeitskontrolle, oder? Also ich wäre der Erste. Ganz ehrlich, wo man würde sagen, nein, ich bin noch nie zu schnell gefahren. Sonst. Das ist jetzt wirklich, und ich würde davon argumentieren und erklären, warum ich jetzt zu schnell gefahren bin. Das gehört wahrscheinlich tagtäglich, oder, wenn ihr so Kontrollen macht. Ja, natürlich. Was sagst du den Leuten? Ja, ich verstehe dich, aber weißt du, das ist das Gesetz und wir können jetzt gar nicht darüber diskutieren, oder? Ja, es ist natürlich so, oder? Man weiss das selber auch. Also jeder ist einmal ertappt worden. Vielleicht ist früher der Papa, die Mami, der Lehrer, wer auch immer gewesen, der Hausarzt. Und man kommt vielleicht am Anfang so in die Ausredeschiene, oder? Das ist ja vielleicht auch meiner Schlecht, oder? Das ist ja okay. Das dürfen wir auch. Aber im Endeffekt, eben, es gibt für jedes Vergehen, jetzt, also im Bereich Übertretung, meine ich, so Geschwindigkeit oder so, hat man vermutlich eine gute Idee. Aber es ist nicht die Natur der Sache, dass das eigentlich uns muss egal sein, zum Stück weit. Es gibt schon vielleicht so den Bereich, so die einfache Übertretung mal nicht angegurtet zu sein oder so. Da kann man sagen, gut, man kann auch mal ermahnen. Die Möglichkeit haben wir ja auch. Das habe ich jetzt gefragt, hast du Spielraum? Ja, eben so in dem Bereich von Übertretungen ist es möglich, so das Opportunitätsprinzip. Kann man auch mal, wenn jemand jetzt den Führerausweis vergessen hat oder wenn man jetzt irgendwie vergessen hat, weiß auch nicht. So, dann kann man sagen, gut, er lohnt es bei einer Ermahnung. Aber gerade zum Beispiel, wenn es eine Kontrolle ist, wo man quasi eine gewisse Gleichberechtigung auch walten lassen, dort werden einfach alle gebüßt. Gut, und wenn du Radar machst, das ist eine Messung, das ist eine geeichte Messung. Noch klarer, oder? Und dann kannst du nicht sagen, ja gut. Oder Parkbussen auch. Also die Autos, die halt zu lange da stehen, da kommen alle Autos, die dann da in dem Strassenzug stehen. Aber meine Frau hat gerade empfunden. Und ich habe wirklich ja nicht raus können. Wir waren voll in der Entbindung. Was sagst du denn? Ja, grundsätzlich ist, oder meistens hat man dann nicht Zeit, auf der Straße das zu diskutieren. Oder? Und gerade bei einem Ordnungsbus, das ist beim Parkieren wäre das so, kann man ja quasi eine Einsprache erheben oder kann das überprüfen lassen. Und da gibt es vielleicht schon mal, dass es dann so der Fall der Fälle und die Ausnahme von der Ausnahme. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, eben sind alle vom Gesetz gleich. Und dann hat es heim halt. Also, so gibt es Situationen, wo du selber sagst, eigentlich ich als Adrian, als Mensch, würde ich sagen, komm, es ist gut gegangen, aber es ist Gesetz und ich kann nicht.
gibt es Situationen, die dich manchmal angurkt, dass du irgendwie halt auch so in einem Korsett bist und nicht überall Spielraum hast? Nein, weil ich merke gerade, wie schwierig das wäre. Oder? Weil, wenn ich das machen würde, dann käme ich sehr schnell, würde ich das Gefühl haben, oh, bin ich noch gerecht? Warum habe ich jetzt das Gefühl, okay, gut, du kannst gehen und warum mache ich es jetzt da nicht? Mhm. Also irgendwie das einen Grund haben. Und dann merkt man auch, dass man selber ist ja immer noch Mensch, oder? Also, und dort fände ich schon gewisse Gefahr, ja, eben, man die Leute bevorzugen aus nicht objektiven Gründen, sondern vielleicht einfach rein, weil einem jemand sympathisch ist oder nicht. Das ist ja urmenschlich, oder? Mhm. Und quasi, ich finde es gut, hat man nur so in einem ganz kleinen Bereich den Spielraum, mit mal ermahnen oder so, aber dass man sonst eigentlich wie an Auftrag gebunden ist und dass auch das Gesetz gilt und dass man das anzuwenden hat. Weil sonst eben hat man selber so einen Konflikt irgendwann. Das fände ich nicht gut. Jetzt hören wir von ganz vielen Leuten, die sagen, die ganze Corona-Pandemie, das hat die Leute verändert. Also die Leute haben sich, oder die sich wieder zurückbesinnen aufs Wesentliche. Ist das eine Erfahrung, die du auch schon machst bereits? Oder ist es eine Hoffnung, wo du vielleicht sagst, ja, hoffen wir, das bleibt, dass die Menschen wieder so ein bisschen die Werte sehen, wieder so ein geerdeter sein, nicht mehr so auf dieser Highspeed-Strasse alle im Geld nachrennen und im Erfolg nachrennen. Glaubst du, dass sich das verändert oder spürst du es sogar schon? Ja, das ist mega. Also, es wäre also schön. Ja, also merken tut man sicher. Aber das hat jetzt weniger etwas jetzt mit meinem Beruf als Polizist zu tun, sondern ganz allgemein. Mhm. Ja, ja. Das merkt man schon. So, ja, es ist eine andere Energie rum, durchaus, oder? Mhm. Aber ob jetzt das quasi wird bleiben und ob jetzt da quasi die Menschheit davon profitiert, das sind ja die ganz grossen Fragen. Würdest du das wünschen? Wo ich jetzt persönlich wie keine Antwort darauf habe. Wünschen? Ich habe für mich selber gemerkt, dass gewisse Sachen tatsächlich vorher vielleicht ein bisschen gar schnell unterwegs waren. Ja. Und man muss eigentlich immer von sich selber ausgehen, oder? Ja. Und es ist nicht so, dass ich so meine ganzen Sachen vorgenommen habe, was jetzt bleiben soll und nicht. Aber mehr, dass ich das Chancen sehe jetzt und gewisse Sachen, die man jetzt auch quasi, ja, gut daraus nehmen kann, dass man das probiert weiterzupflegen und weiterzutragen, auch wenn es nachher rundum wieder hektischer wird. Aber wie sich das wird verändern, weiß ich nicht. Ich finde es aber auch noch spannend zu schauen. Ja. Was dann mit einem passiert, wenn sie es rundum wieder anfangen? Wir schauen in einem Jahr oder in zwei Jahren. Vielleicht merken wir, dass das wirklich nicht nur ein Einschnitt ist, wirtschaftlich, unternehmerisch gesehen, sondern auch menschlich, dass es etwas hinterlassen hat. Wäre ja ehrlich wünschenswert. Kann sein. Und wenn das im Positiven ist, dann durchaus. Aber ich fände es jetzt noch verfrüht, wenn wir jetzt das wie schon so festmachen, weil es gibt dann schon wieder so einen Rahmen. Oder? Ich finde, man kann es echt jetzt mal geschehen lassen, passieren lassen und dann schauen, was daraus entsteht. Ja. Adrian, was ich mich auch immer frage, wenn ich einen Polizist sehe, so in voller Montur wie die jetzt, ihr habt extrem viele Sachen an eurem Gurt. Sind das Geheimnisse oder sind das Sachen, die man, wenn jetzt auf der Straße jemand fragt und sagt, Entschuldigung, was habt ihr da alles angehängt? Darf man das wissen oder sind das geheime Sachen? Nein, das dürfen wir wissen. Sicher können wir schnell die Gurt ringsum gehen. Auch wenn Leute bei uns zum Teil Führungen können machen, dann sind wir auch in Uniform und zeigen die auch Ausrüstungsgegenstände. Was wir haben und was wir machen. Lass mich raten. Das hier ist ein Messer. Nein, das ist kein Messer. Das ist ein gerader Einsatzstock, heisst das. Ja. Also so ein Schlagstock, so auf eine Art. Ja, also man kann auch brauchen, zum Schwung machen, aber es geht auch um Abwehrtechnik zum Beispiel. Ja. Sicherungstechniken gibt es damit. Es gibt auch derjenige, die haben das als T-Stück. Das sieht man zum Teil auch. Wir haben eine gerade Variante. Mhm. Okay. Und dann ist irgendwo noch das Funkgerät wahrscheinlich. Das Funkgerät, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen, habe ich nicht dabei. Das brauchst du das jetzt auch nicht. Da hinten, genau. Das Pistole, hat jeder Pistole dabei? Oder gibt es unbewaffnete Polizisten? Nein, Polizisten so, vereidigte Polizisten sind alle bewaffnet. Bewaffnet, aber nicht geladen? Oder geladen? Mal, also einsatzbereit. So. Oh. Ja, gut. Jetzt habe ich mich schon fast nicht mehr dafür weiter zu fragen. Was hast du sonst noch? Gut, Handschuhe offensichtlich. Gut, ja. Dann das ist der Pfefferspray. Ah, okay. Wo man dann kann den Pfeffer versprühen. Dann, was hat es noch? Es hat hier hinten noch ein Ersatzmagazin. Okay. Da hat es so ein Tourniquet. Bei Schussverletzungen zum Beispiel. Ja. Genau. Okay. Weiterhin hat es noch Handschellen, Taschenlampe
Und dann noch so Multitools zum Beispiel. Wann hast du das letzte Mal gebraucht oder eins von denen? Also Händchen braucht man relativ viel, ja, weil die sind zuvorderst, oder? Das ja. ist ja eigentlich dem, wo man in Einsatz hat, ist es ja. angenehm, wenn wir sind auch so schnittfest. Ja. Sonst eigentlich, was muss ich überlegen? Ich glaube, das letzte Mal ist der Pfeffer ist das, was ich als letztes gebraucht habe. Ja. Von diesen Sachen jetzt, ja. Gut, also hoffen wir, du brauchst die Sachen nicht allzu viel. Ich frage jetzt nicht wegen dem Pfefferspray, den du gebraucht hast, weil das wäre wahrscheinlich aus Datenschutzgründen, dürftest du das gar nicht sagen, oder? Das war ja, Fritz Meier, der irgendwie beim Ketti Bangertür einbrechen wollte und ich mit dem Pfefferspray an einem Mal verjagt oder so. Das wäre so Kinderbuch-Story genau. dazu. Also komm, genau. Lohn ist doch dies alles da. Adrian, ich nehme immer das Herz mit und frage die Leute immer das Gleiche. Was würdest du in das Herz einbrennen, etwas, das für immer bleiben sollte, etwas, das dir extrem wichtig ist? Was mir extrem wichtig ist, das darf man schon rasch überlegen, dass es nicht zu kitschig wirkt. Das darf auch kitschig sein. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich das, wo man gefragt wird, das nimmst du von einsamen Inseln mit. Das ist so. Ja, vielleicht. Ein Wort, ein Begriff. Ein Wort, ein Begriff. Tja, jetzt hast du mich gerade so ein bisschen auf den... Also komm, wir gehen mal in die Richtung. Ich frage ja immer, vielleicht kommt noch etwas in Sinn. Ja, ich frage ja immer noch am Schluss auch, was würdest du gerne hören als nächstes in unserer Sendung? Einfach Mensch, was für einen Beruf, ein Erlebnis, ein Schicksal, keine Ahnung. Gibt es gerade etwas, was du sagst, das würde mich interessieren? Ja, da geht man... Ich probiere es nicht allzu weit auszuschweifen, aber ich habe in den letzten Tagen eine Dokumentation über einen Zoo gesehen. Und habe gesehen, wie dort Tierpflege das ist um das Nashorn gegangen, das ist neu in den Zoo gekommen. Und dann hat man die Tierpflege gesehen, wo die mit dem Nashorn quasi... Das Nashorn war in Quarantäne, weil das muss man ja glauben, wenn man als Tier neu in den Zoo kommt. Und der Tierpfleger war, glaube ich, die einzige Person, die dann dort mit dem Nashorn Kontakt hatte. Und ich stelle mir das noch speziell vor, oder noch spannend vor, faszinierend vor, wie das ist als Tierpfleger. Also ist das ein so ein blumiger Ausdruck tatsächlich, einfach immer so schön mit Tieren und so? Ja, ja. Oder hat es eben auch so Seiten, wo man jetzt eben gar nicht so mitbekommt? Okay, machen wir uns auf die Suche nach einem Tierpfleger, Tierpflegerin. Ja. Sind wir gespannt? Ist da noch etwas in Sinn gekommen fürs Herz? Fürs Herz, das ist jetzt... Sonst würde ich einfach Polizei reinschreiben, dein Freund und Helfer. Ja gut, deinem Freund und Helfer, das finde ich an und für sich schon auch einen schönen, ja, das wäre so das, was ich mir auch für den Beruf weiterhin wünsche, auch wenn das ein bisschen abgeklatschter Begriff ist, deinem Freund und Helfer. Aber das war immer eine Motivation für mich, zur Polizei zu gehen. Ja. Ich wüsste darum, dass es auch nicht nur immer mit Freunden und Helfern geht. Ja. Aber ganz persönlich wüsste ich zum Beispiel wirklich nicht, was so da drin. Und ich finde es immer so, ich finde es so schön, die Symbolik. Aber es kommt dann so etwas Endgültiges über. Ja. Also komm, wir lassen doch das so, Polizei, dein Freund und Helfer, weil das so mit dir würde übereinstimmen, dass du sagst, es sollte eigentlich so sein, Freund und Helfer. Weil vielen Orten sagt man ja dein Freund und Spielverderber oder keine Ahnung, ja. Da gibt es ja jenste Ausdrücke. Für die Polizei gibt es ganz viele Klischees und Begriffe. Gut. Und welches ist der Schlimmste, den du gehört hast für den Polizist? Puh, da gibt es, also wirklich originell ist nicht schlimm. Es ist, wenn es gibt so die... Der Flick, der Bulle, der Schmierlappe, eben gerade so ACAB hört man ja viel, oder? Ja, aber da gibt es eigentlich nichts wirklich Schlimmes, oder? Also ich habe dich jetzt lernen kennen als sehr sympathischen Polizist und wenn ich mal in Kontrolle komme, dann werde ich immer auf dich verweisen und sagen, Leute, den Adrian Fäubli an, weil ich glaube, ich habe dir noch irgendwie einen Bonus zu gut oder so. Das wäre auch noch schön, ja, so quasi ein Kredit. So, genau, so Blankoscheck, den du mal ausspielen könntest. Danke vielmals, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben in dein Arbeiten. Und wenn ihr Lust habt, mehr so Geschichten zu hören, dann immer am Dienstag oben auf Schweiz 5. Mich würde es freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei wäret. Gute Woche, habt Sorge zueinander und vor allem bleibt gesund.